Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt, Zeit für ein Gassi to go. Ja, ja, die Ferien gehen jetzt so langsam, zumindest für einige zu Ende. Einige von euch sind sogar schon wieder in der Schule, andere haben noch ein bisschen Zeit, aber das nächste Schuljahr kommt. Also Grund genug, dass wir heute da mal drüber reden und ich möchte mit euch heute über 10 Tipps reden, wie man sich vernünftig auf das neue Schuljahr vorbereitet. Nummer 1, bring dein Etui in Ordnung. Ja, ja. Also, dein Etui hat einen Füller oder meinetwegen irgendeinen Tintenroller und du schreibst nicht mit einem Kugelschreiber. Dann hast du 2 Bleistifte und nicht nur einen. Du hast einen Anspitzer, du hast einen Radiergummi, du hast ein Lineal, du hast ein Geodreieck und in der Regel hat man noch so 3, 4 Buntstifte. Das reicht. Wahrscheinlich hast du auch noch einen Zirkel oder ein Parabellineal, aber diese Dinge, die solltest du da haben und auf jeden Fall auch einen Markierstift. Das sind die Dinge, die solltest du im Etui haben. Nummer 2, das ist das Thema Ordnung. Also zum einen hast du natürlich dein Etui und das andere ist, du hast eine vernünftige Struktur. In der Grundschule ist das alles noch ganz einfach, da gibt es noch die ganzen Mappenfarben und in den niedrigeren Klassen ist das in der Regel auch noch so. Und das ist auch gut so, das solltet ihr auch so machen. Wenn du älter wirst, dann könntest du dir überlegen, ob du auf einen Ordner umsteigst und dort mit einem Register arbeitest. Auch das ist in Ordnung. Wichtig ist aber, dass du da einfach Struktur hast und dass du eben die Sachen sortierst und vernünftig aufhebst. Und was du vielleicht nicht machen solltest, das ist dieser Alles-College-Block. Und warum sollst du das machen? Naja, wenn du immer alles beieinander hast, dann ist es nachher für die Vorbereitung zu den Klassenarbeiten und Klausuren natürlich viel, viel einfacher. Und wenn du dann noch mit deinen Stiften und deinen Markierstiften immer alles entsprechend gut vorbereitest, dann kannst du viel besser lernen. Also, Ordnung ist das halbe Leben und das gilt auch für die Schule. Tipp 3, der ist auch ganz einfach und zwar, du sollst in der Schule mitarbeiten. Mitarbeit im Unterricht hat gleich mehrere Vorteile. Fangen wir ganz simpel an. Erstens bekommst du einfach mehr mit und zweitens geht die Zeit auch viel schneller rum und drittens musst du dich dann später bei den Arbeiten entsprechend weniger vorbereiten, weil du das Ganze schon mitbekommen hast. Und hier solltest du die Zeit, die du ja sowieso im Unterricht bist, eben nutzen, dich regelmäßig melden, eine gute mündliche Note holen, aber eben auch mitschreiben, unterstreichen, dir vielleicht schon Skizzen machen. All das macht das Lernen dann viel, viel einfacher. Und vielleicht findest du ja richtig Freude dran. Und wenn wir dabei sind, natürlich solltest du nach Möglichkeit immer mit den gleichen Farben unterstreichen. Du hast natürlich nur einen Markierstift oder du hast eine Farbe, mit der du dir wichtige Sachen aufschreibst. Das prägt sich dann noch alles viel, viel besser ein. Und das gilt übrigens auch für die Nebenfächer. Ne? Also diese Nebenfächer, Klammer auf Lernfächer, da gibt es eigentlich keine Ausrede. Mit ein bisschen Fleiß kann man da schnell eine gute Note holen. Kommen wir zu Punkt 4 und das ist der richtige Sitzplatz. Und ich weiß, da trennen sich die Geister, aber man muss eben ganz klar sagen, natürlich ist das toll, wenn man neben seiner besten Freundin oder neben seinem Kumpel sitzt, aber wenn ihr die ganze Zeit nur quatscht, dann ist das vielleicht für den Unterricht nicht so gut. Und deswegen sollte man gegebenenfalls überlegen, ob man Unterricht und Pause und Nachmittag vielleicht doch ganz bewusst voneinander trennt und sich eher einen günstigen Sitzplatz sucht. Es ist eigentlich egal, ob das vorne, hinten, rechts oder links ist, sondern du solltest nach Möglichkeit dort sitzen, wo du im Unterricht auch wirklich was mitbekommst. Das ist, glaube ich, eine gute Wahl und wenn es dann so Richtung Schulabschluss geht, ist das vielleicht noch mal wichtiger. Also wähle einen guten Sitzplatz. Kommen wir zu Nummer 5. Nummer 5 ist eigentlich auch ganz klar. Führe einen Kalender. Und es ist erstmal total egal, ob der aus Papier ist oder ob der digital ist, aber führe einen Kalender. Hab also bitte keinen Kalender für die Schule und dann noch einen für Privates und so weiter. Denn wenn du 2 Kalender führst, dann kann es immer passieren, dass du irgendwas verschwitzt oder übersiehst. Und in diesen Kalender trägst du natürlich die ganzen Klassenarbeiten ein. Vielleicht auch die Hausaufgaben, weil du es als Hausaufgabenheft benutzt. Und vielleicht fängst du auch an, dass du dir vor die Klassenarbeiten immer schon entsprechend die Lerntage einträgst. Denn wer früh anfängt zu lernen, der hat hinten raus weniger Stress.
Kommen wir zu Punkt Nummer 6. Und Punkt Nummer 6 ist Hausaufgaben machen. Ja, das mögen nicht alle von euch. Und es gibt auch den ewigen Streit, ob Hausaufgaben sinnvoll ist oder nicht sinnvoll sind. Vielleicht kann man sagen, gute Hausaufgaben sind sinnvoll. Es gibt Hausaufgaben, die sind vielleicht gar nicht so sinnvoll. Aber Fakt ist, mit Hausaufgaben kann man das Erlernte oder Neuerlernte immer noch mal überprüfen, wiederholen und festigen. Und ich kann euch sagen, wer immer brav seine Hausaufgaben macht, der wird es bei Klassenarbeiten mit Sicherheit ein bisschen einfacher haben, weil Fragestellungen sich sehr häufig wiederholen. Also macht Hausaufgaben. Punkt Nummer 7, der hängt mit Hausaufgaben zusammen, aber es geht auch ums Lernen. Richtet euch zu Hause einen Arbeitsplatz ein. Und zwar einen richtigen Arbeitsplatz. Idealerweise in eurem Zimmer und zwar an einem Schreibtisch. Ja. Und dort hebt ihr eure Sachen auf, dort sind eure ganzen Schulsachen, eure Bücher, dort packt ihr abends eure Tasche und alles, was dazugehört. Ich halte nichts davon, dass ihr Hausaufgaben am Küchentisch oder im Wohnzimmer macht. Hausaufgaben machen ist Lernzeit und Lernzeit solltet ihr nach Möglichkeit so gestalten, dass man da auch wirklich was lernen kann. Und dazu gehört übrigens auch Glotze ausmachen, Radio ausmachen und sich wirklich auf die Sache konzentrieren. Und übrigens, wenn man sich darauf konzentriert, dann geht es meistens auch viel schneller und außerdem, wenn man sich dann nebenbei vielleicht noch die ein oder andere Lern- oder Karteikarte aufschreibt, dann spart man sich ein bisschen Zeit, wenn man später für die Arbeit lernen muss. Nummer 8, und das kann ich auch gar nicht oft genug sagen, ihr müsst ausreichend schlafen. Man muss eben nicht jeden Tag bis 11, halb 12 oder was auch immer vor der Glotze oder vorm Computer hängen, sondern geht einfach mal früh ins Bett. Es ist wunderschön, wenn ihr morgens ausgeschlafen in die Schule kommt. Ihr bekommt mehr mit, ihr seid nicht so müde, ihr habt mehr vom Tag. Und das wäre eine Sache, da würde ich euch empfehlen, gewöhnt euch das an. Geht früh ins Bett, dann seid ihr morgens auch fit. Am Wochenende könnt ihr natürlich tun und lassen, was ihr wollt. Nummer 9, das ist das Thema richtig lernen. Und damit meine ich sowohl das während der Schulzeit als auch das für die Klassenarbeiten. Und dazu will ich euch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Das eine ist Struktur. Habe ich euch gerade erzählt. Du musst natürlich wissen, was du lernen musst. Und deswegen solltest du im Unterricht mitschreiben. Dann ist es Ordnung. Du solltest eben nicht nur mitschreiben, sondern du solltest auch wissen, wo das ist. Und da ist eben der Alles-College-Block manchmal nicht so toll wie eine gut geführte Mappe oder ein Ordner oder was Digitales. So, und wenn du dann beim Mitschreiben im Unterricht, weil du aufgepasst hast, die wichtigsten Dinge schon immer unterstrichen hast oder dir Notizen am Rand gemacht hast mit deiner Lern- und Markerfarbe, egal ob rot oder grün oder was auch immer, dann ist es noch einfacher, dich vorzubereiten. Dann würde ich dir immer empfehlen, aber das ist sehr individuell, lerne mit Lernkarten. Kauf dir gleich am Anfang des Jahres so ein 100er-Pack oder ein 200er-Pack und notiere dir dort wichtige Dinge. Der Riesenvorteil beim Lernen mit Lernkarten ist, dass du dir viele, viele kleine Häppchen machen kannst und dass du sie in Reihenfolge lernen kannst. Das heißt, irgendwann weißt du nicht nur, was auf den Lernkarten steht, sondern du kennst auch die Reihenfolge. Und das hilft dir so ein bisschen, ein ganzes Thema zu verstehen. Das ist so ein bisschen Orientierungswissen. Du weißt ganz einfach dann auch, wo es hingeht. Und für die Abschlussschüler, also wenn es für euch dieses Jahr um den Abschluss geht, dann würde ich euch empfehlen, noch ein bisschen mehr zu machen. Ihr solltet euch vielleicht auch jetzt schon überlegen, ob ihr euch vielleicht das ein oder andere Lernheft organisiert. Damit meine ich natürlich nicht nur meins, sondern letztlich müsst ihr wissen, was zu euch passt. Aber das ist schon sinnvoll. Diese Lernhefte, egal ob jetzt Deutsch, Mathe oder Englisch, haben den riesen Vorteil, dass sie dieses ganze Wissen in der Regel von Klasse 5 bis Klasse 9 oder 10 entsprechend nochmal sehr gut aufbereiten, sodass man sich dort alles nochmal zentriert der Reihe nach angucken kann. Und in der Regel sind die auch so gut gestaltet, dass man die wirklich durcharbeiten kann. Ihr wisst, ältere Auflagen sind da sehr papierlastig, neuere Versionen bauen auch Lernvideos mit ein. Ne? Also, ihr versteht mich. Das müsst ihr aber, und das ist mir ganz wichtig, selber wissen, denn es gibt nicht das perfekte Lernwerk, sondern es geht immer darum, ein Lernwerk zu finden, was zu einem persönlich sehr gut passt. Und das muss jeder für sich selbst finden. Was in diesem Zusammenhang auch sehr schlau ist und was ich euch sehr empfehlen würde, bildet Lerngruppen. Man muss nicht immer alleine lernen, sondern es ist die Kunst, eine gute Lerngruppe zu finden. Und dabei geht es nicht darum, eine möglichst schlaue Mitschülerin zu überzeugen, mit einem zu lernen, sondern auch wenn du der Schlaue bist, ist das super. Denn es profitieren immer beide. Derjenige, der erklärt und derjenige, der es erklärt bekommt. Welcher du von beiden bist, spielt keine Rolle. Beide gehen da mit einer Win-Win-Situation raus. Also,
Lerngruppen bilden, besonders im Abschlussjahr, ist eine sehr sinnvolle Sache. Übrigens aber auch zur Vorbereitung von Klassenarbeiten. Aber bitte immer erst dann, wenn du selbst schon gelernt hast. Gemeinsam Karteikarten schreiben oder etwas durchzulesen macht keinen Sinn. Das bereits Erlernte dann aber zu besprechen und sich gegenseitig Fragen zu stellen, das macht sehr wohl Sinn. Tipp 10, mein letzter Tipp, der ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und da geht es um dieses Thema Mindset. All das, was ich dir jetzt erzählt habe, macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn du in deinem Köpfchen mit dir selbst nicht vereinbart hast, dass du bereit bist, in diesem Jahr etwas zu tun. Und wenn es dir schwerfällt, das Popöchen hochzukriegen oder dich überhaupt zu motivieren, dann solltest du dich unbedingt fragen, warum machst du das? Was ist dein Ziel? Und für mich gilt das genauso wie vielleicht für viele andere Menschen. Wenn man weiß, wofür man etwas tut, dann macht man es vielleicht lieber, weil man ein Ziel vor Augen hat. Und das solltet ihr unbedingt haben. Guckt, was will ich, wo will ich hin, was will ich machen, wofür brauche ich diesen Abschluss, was habe ich vor? Und wenn du das vor Augen hast, dann fällt dir das mit dem Lernen vielleicht auch ein bisschen leichter. So, das sollen meine 10 Tipps gewesen sein, die dir vielleicht den Start ins neue Schuljahr entsprechend erleichtern. Ich hoffe, dass es ein unfassbar normales Schuljahr wird. Ich glaube, das wünschen wir uns alle. Und ich glaube aber auch, dass es für uns eine große Herausforderung wird, weil wir müssen eben doch das ein oder andere noch nachholen. Und ich hoffe, dass es da gute Unterstützung gibt. Und wir müssen das Ganze mal abwarten. Ich werde auf jeden Fall versuchen, auch im nächsten Schuljahr entsprechend dran zu bleiben, so dass wir da eine ganze Menge machen. So, kleiner Tipp im Off-Bereich. Guck doch noch mal eben nach, ob das Pausenbrot noch in der Schultasche ist. Boah. Also, ich bin raus, ihr seid dran, okay? Das war's. PS, ja, ich habe mir auf die Lippe gebissen, ist echt unangenehm. Müssen wir jetzt mal durch.